Okay, gut. Jetzt fangen wir Ho-Oh. Ho-Oh bekommt man, indem man alle drei Hunde hat. Was wir auch jetzt haben. Eigentlich unverdient. Naja, aber egal. Hauptsache, wir haben sie jetzt. Und dann müsst ihr zu diesem Typen hier gehen. Der gibt euch dann ein Item. Dies wird dich schützen. Nimm es. Und das ist die Wunschwinge. Mit diesem Item kommt ihr jetzt an irgendeinem weißen... Ah, nee, doch nicht. Okay. Geh. Okay, da hat sich so eine Treppe auf einmal geöffnet. Okay, gut. Dann gehen wir mal jetzt den Zinnturm hoch. Aber ich glaube, vielleicht sollte ich zunächst meine Pokémon noch alle ablegen. Und zwar mache ich das aufstrecken. Bis gleich. Okay, gut. Ich habe jetzt mein Team dabei. Und es tauchen hier Pokémon auf. Wer hätte es gedacht? Allerdings sind die nicht auf unserem Level. Die haben nämlich nur Level 20. Das liegt daran, weil man in der goldenen Edition Ho-Oh früher fangen kann, als hier in der Kristall, würde ich sagen. Weil, ja, sagen wir es so, in der Kristall-Edition ist es schwieriger auf Ho-Oh zu treffen, als in der goldenen Edition. Gut, dann müssen wir jetzt so diese Dinger hier runterspringen. Das sind alles so, ja, Stufen. Das ist jetzt für mich ein bisschen anspruchsvoll, weil ich nicht so häufig beim Zinnturm war. Ja, hier geht's zurück, okay. Das war jetzt total sinnvoll. Hier geht's auch zurück, da unten jetzt. Ich glaube, die Pokémon-Kämpfe, die lasse ich jetzt einfach mal, weil die sind eher uninteressant. So, hier haben wir ein Item, ein Hyperball. Okay, hier geht's nicht weiter, aber hier geht's weiter. Hier ist ein weiteres Item. Ein Fluchtseil. Na, gehen wir zunächst die Treppe hoch. Okay, hier geht's nicht weiter. Verdammt. Aber hier geht's weiter. Und dann geht's hier weiter. Und hier ist auch eine Treppe. Okay, gut, gut. Okay, es scheint, es ginge jetzt hier weiter. Ah, ich wollte eigentlich jetzt nach unten springen, aber egal. So, gut. Jetzt haben wir die Wahl rechts oder links. Rechts oder unten. Quatsch. Links oder unten. Was redet hier für ein Mist? Nehmen wir mal links. Ah ja, hier bekommen wir ein Item, das ist gut. Ein Sonderbonbon, das brauchen wir natürlich. Welches Pokémon soll denn das Sonderbonbon bekommen? Am besten das mit dem, was am meisten Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level braucht. Genau, ich gebe es Apollo. Apollo hat erst, ja, Apollo hat sich eh nicht entwickelt und außerdem muss es die nicht entwickelte Sache jetzt damit, ja, mit einem hohen Level ausgleichen. Okay, gut, weiter geht's. Na, oder auch nicht, denn dieses Nebula greift uns jetzt an. Okay, hier kommen wir eine Etage tiefer und bekommen ein Item, ein AP+. Das setze ich natürlich auch sofort ein. Und zwar gebe ich den AP+, mal schauen, ich gebe es mal Tornupto. Tornupto hat übrigens Flammenwurf gelernt. Oh, habe ich schon aufgefüllt, okay. Dann eben Erdbeben. Oh, habe ich auch schon. Verdammt. Na gut, dann schaue ich mal nach, was... Nein, nicht. Tornupto. Gyarados, ein Hyperstrahl. Genau, Gyarados, ein Hyperstrahl. Lade ich jetzt auf. Okay. Gut, dann... Ja, hier waren wir schon. Hier müssen wir jetzt dort lang, um eine Etage wieder nach oben zu kommen. Okay, jetzt nehme ich allerdings einen anderen Weg, denn jetzt springe ich hier nach unten. Und hier, jetzt wird es ein bisschen knifflig. In die Mitte wollen wir nicht, da waren wir ja schon. Oje, 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 oje. Wobei, hier führt sie, jetzt heißt es der Weg wieder hier und hier. Ich gehe mal hier lang. Und hier geht's zurück. Okay, gut. Hier tut sich nichts, da kommen wir einfach zurück. Müssen wir uns merken. Okay, gut, dann machen wir dasselbe Spielchen wieder und nehmen jetzt allerdings die andere, den anderen Weg. Blödes Nebulak. Nein, nein, wir waren ja schon in der Mitte. Verdammt, was habe ich gemacht? Ah ja, wir kommen hier wieder zurück. Das ist gut, das ist gut. Oder, nee, vielleicht auch nicht. Verdammt, wir kommen jetzt nicht mehr da. Okay, jetzt müssen wir irgendwie jetzt, ja, jetzt müssen wir den anderen Weg nehmen, den wir vorhin schon genommen haben.
Sprung, 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 Sprung. Ist ja fast so wie ein Hürdenlauf. Überall springen und springen und springen und springen. Ja, gut. So, jetzt muss ich richtig springen. Am besten denke ich jetzt doppelt nach, bevor ich springe. So, dann hier nach unten und jetzt hier lang. Genau, so ist es richtig. Genau, und da ist schon das obere Stockwerk. Sehr gut. Und hier ist ein weiteres Item. Gut, ich hoffe, Ho-Oh hat das richtige Level für unsere Pokémon, weil ich möchte nicht, dass es zu schwach ist, weil wir es sonst ja schwierig fangen können. Okay, gut, hier springen wir runter und hier ist auch schon... Ja, gut, jetzt sind wir hier schon fast ganz oben. Hier sind jetzt solche Teleporter, was ziemlich modern eigentlich ist für so ein altes Gebäude, aber naja. Oh Gott, das kompliziert die Sache noch ein bisschen weiter. Ah, ein Item. Sehr gut. Ein weiteres Item. Hoffentlich ein gutes Item. Na, geht, geht, geht. Hop-Elixier ist okay. Brauchen wir vielleicht später im letzten Finalkampf gegen einen Trainer. Den, ja. Den ich nicht so viel verraten möchte. Von dem ich nicht so viel verraten möchte. Genau so ist es richtig. Gut, hier haben wir ein Nugget gefunden. Naja, ist okay eigentlich. Kriegen wir ein paar Items neue, wenn wir es verkaufen, kriegen wir Geld und fürs Geld können wir uns ein paar neue Items kaufen. Gut, dann ist hier noch ein Item. Ein Top-Belehrer, den werden wir auf jeden Fall beim finalen Kampf brauchen. So, hier sind zwei Stufen zum Runterspringen. Diese wilden Pokémon nerven echt. Gut, hier geht's zurück, deswegen gehe ich hier lang. So, hier ist ein weiteres Item, lauter Items hier. Also falls ihr ein paar Items wollt, geht in den Zinnenturm rauf. Okay, gut, das ist KP Plus. KP Plus gebe ich. Wohin genau? Ah, verdammt, geht nicht. Wohin genau hat schon die maximale KP-Anzahl erreicht. Na gut, dann Gardos. Gardos auch nicht. Geht es vielleicht jetzt nicht mehr, weil unsere Pokémon ein zu hohes Level erreicht haben. Nach Tara. Na Quatsch, ist es jetzt geben? Verdammt, ich will's. Ich geb's dir nicht. Oh Mann. Ah ja, Nachtara geht es. Bei Nachtara geht es noch. Okay. Okay, gut. Gleich haben wir es geschafft. Moment, was ist hier noch? Ah ja, ein Item. Okay. Seht ihr, es lohnt sich, die Sachen, also die, ja, den Ort genau zu erforschen. Hätten wir es jetzt nicht gemacht, hätten wir ein Top-Genesung übersehen. Okay, gut. Hier ist wieder dieses Schwingen-Knofenser-Teil. Und jetzt sind wir ganz oben. Und das ist Ho-Oh. Und ich mache jetzt einen Safe-State. Okay, gut. Gut, Ho-Oh. Jetzt fangen wir dich ein. Und ich hoffe, du hast ein gutes Level. Ja, das Level ist in Ordnung. Level 60 passt. Ich kann mich nicht beschweren. Gut, okay. Ho-Oh ist vom Typ Feuer und Drache. Toxin wäre dumm, weil sonst wären wir an einem Zeitlimit gebunden. Ich wechsle jetzt mal aus zu Alpalo. Und greife ihn dann an mit Hypnose und Spukball. Ich hoffe allerdings, dass der Spukball nicht so stark ist. Okay, Ho-Oh kann Sonnentag. Okay, fangen wir an mit Hypnose. Statusveränderungen sind gut, wenn man Pokémon fangen möchte. Und jetzt müssen wir es nur noch optimal schwächen. Ich probiere es mit Nachtnebel, weil ich bei Nachtnebel sicher bin, dass es ihn nicht one-hitten wird. Es zieht ihm 73 KP ab, weil unser Alpalo Level 73 hat. Gut, ich glaube einmal setze ich es noch ein. Und dann schaue ich nach, ob ich es vielleicht noch einmal einsetzen kann. Ah, jetzt... Die Attacke jetzt nochmal einzusetzen wäre risikoreich. Ich probiere es jetzt mit einer ganz schwachen Attacke. Was haben wir denn für schwache Attacken noch? Ich schau mal nach. Na, wohin genau? Ist nicht so schlau. Hey, jetzt reimt sie sogar. Oh wow, oh wow. Vielleicht mit einem Eisenschweif. Ich meine, die Attacke wäre nicht sehr effektiv. Ich probiere es mal mit Nachtara und Eisenschweif. Gut, ich hoffe jetzt bloß, dass das Nachtara, also das
unser Nachtara nicht so stark ist und ihn jetzt killen wird. So, probieren wir es mal. Eisenschweif. Ja, optimal geschwächt. Perfekt. Wahrscheinlich nur noch ein KP. Sehr gut. Okay, gut. Und jetzt fangen wir an, Bälle zu schmeißen. Wir haben ja schon ein paar Bälle bei den drei Hunden verbraucht. Oder bei den drei Bestien. Ist eigentlich egal. So optimaler kann man einen Ho-Oh nicht schwächen. Aber es ist, ja, es wehrt sich noch. Gut, okay, ich probiere es die ganze Zeit jetzt eine Welle zu schmeißen. Wir haben es ja optimal jetzt geschwächt. Ich glaube, das müsste auch reichen in diesem Kampf. Und ich glaube kaum, dass wir es nicht fangen werden. Oh, es kann Feuer stürmen, sehr eindrucksvoll. Coole Attacken-Sprite. Also, ich finde allgemein, die alten Attacken-Sprites, die machen deutlich mehr Eindruck als die neuen Sprites. Weil, keine Ahnung, ich finde die alten Attacken irgendwie cooler. Ich mag halt 8-Bit-Musik, das ist es, was ist... Nein! Sag bloß, es kann Genesung. Oh nein! Das ist aber schlecht. Scheiße, es kann Genesung. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na gut, dann, Hyperstrahl. Nein, Psychokinese. Ich hoffe, du killst es jetzt nicht. Ansonsten haben wir ein ernstes Problem. Oh! Oh je, das wird schwierig werden. Wenn es Genesung kann, ist es, ja, schwierig, weil, es dadurch sich einfach wieder rein kann, wenn wir es schwächen. Und das ist nicht gut. Okay, jetzt setzt es Sonntag ein, damit sein Feuersturm noch stärker wird. War ja vorhin, glaube ich, schon. Okay, Hyperstrahl. Warum sage ich Hyperstrahl? Ich meine Hyperball, verdammt. Bleib im Ball. Ah, einmal hat's gewackelt, okay. Jetzt heilt er sich wieder. Ich bin begeistert. Also ich hasse die Genesungsattacke, wenn man legendäre Pokémon fängt. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass, ja, dass legendäre Pokémon, also Ho-Oh und Lugia, manchmal die Attacke Genesung haben können. Oder Erholung ist besonders nervig, besonders wenn man Relaxo fangen möchte. Relaxo ist zwar nicht legendär, stimmt zwar schon, aber es ist trotzdem ein seltenes Pokémon. Und es kann Windstoß, okay? Okay, dann kann er Ho-Oh die Attacken Feuersturm, Windstoß, Sonnentag und Genesung. Feuersturm und Sonnentag haben nur 5 KP oder ne AP. Feuersturm, ja Quatsch. Windstoß hat ein bisschen mehr und Geduld hat glaube ich 15 AP. Also würde es wahrscheinlich hauptsächlich jetzt mit Windstoß und Genesung angreifen. Und ich hoffe, du bleibst jetzt im Ball, Ho-Oh. Vielleicht sollte ich ja zu Alpollo wechseln. Und es einschläfern lassen, damit es sich nicht heilen kann. Na gut, jetzt werden wir es eh wechseln, weil Nachtara jetzt tot ist. Tschüss, Nachtara. Also gut, dann wechseln wir unser Pokémon aus und holen... Alpollo, genau. Alpollo in den Kampf. So, jetzt schicken wir ihn ins Land der Träume. Aber er möchte nicht, schade. Na gut, es ist ja auch ein schönes Wetter, ne? Er setzt Sonnentag ein. Schlaf eine Runde. Alpollo, jetzt hör auf rumzuzicken. Wir fangen jetzt ein legendäres Pokémon und du zickst jetzt mal nicht rum, ja? Zicken kannst du später gegen Rot. Ach verdammt, das habe ich gesagt, wer. Ich meine gegen Gelb. Gegen Gelb, genau. Wir kämpfen später gegen Gelb. Nicht gegen Rot. Nein, nein, nein. Rot ist böse. Nicht denken an Rot. Verdammt, jetzt habe ich gespoilert. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Vergesst am besten, was ich gesagt habe. Alter, mein Apollo ist so eine Lusche. Apollo, ich hasse dich. Aber du hast den Tod jetzt gerade verdient. Ach nee, du bist ja schon tot. Also gut, dann Gyarados ist immun gegen Feuerattacken, sag ich mal. Okay, Hyperball. Bleib im Ball, Ho-Oh. Ah! Okay, haben wir Hyperball.
jetzt bleibt im Ball. Mir fällt langsam nichts mehr ein, wie ich es kommentieren soll. Naja, aber sagen wir so, Ho-Oh ist zwei Editionen gewidmet, mit nämlich der goldenen und der höchstgoldenen Edition. Also gut, ich probiere es jetzt mit, na, Feuer-Olim wäre sehr effektiv, Hyperstrahl wäre zu stark, Surfer wäre, ich probiere es mit Surfer, ist normal stark, aber ich glaube, die Attacke ist schon fast zu stark für Ho-Oh. Wobei, es ist legendär, ich sollte legendär im Pokémon nicht, verdammt sehr effektiv, aber ich dachte, Ho-Oh wäre ein Drachentyp. Oh nein, 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 das bist du nicht über... Oh, es hat die Attacke doch überlebt. Okay, gut. Alles klärchen, dann, ja. Dann Hyperball nochmal. Und ich hoffe, du bleibst jetzt im Ball. Eins. Nein. Naja, gut, aber es ist Ho-Oh. Ho-Oh ist schwierig zu fangen. Es hat nicht umsonst den Ruf eines legendären Pokémons. Okay, dann probieren wir das nochmal. Sollen wir es vielleicht wieder überreden, im Ball zu bleiben? Ho-Oh, magst du Pizza? In dem Ball ist Pizza, habe ich. In dem Ball habe ich Pizza versteckt und du bekommst sie, wenn du drin bleibst. Oh. Bei Groudon hat es funktioniert. Jetzt hat er sich wieder geheilt. Super. Jetzt habe ich allerdings keine Eier, Sapphire zu setzen. Natürlich habe ich die Eier. Ich glaube, das wird ihn jetzt killen. Das wird ein Volltreffer werden und Ho-Oh wird es nicht überleben. Jede Wette. Ja, hab ich's nicht gesagt? Ich hab's euch gesagt, Leute. Ich hab's gewusst. Okay, laden wir jetzt nochmal. Und probieren es nochmal. Wenn wir eine halbe Stunde übersprungen haben, werde ich anfangen zu speeden. Okay, X-Bad eigentlich ist X-Bad ist eigentlich schon völlig falsch, aber egal. Ich greife jetzt an mit Fliegen. Hat ihn die Hälfte abgezogen, okay. Okay, gut. Jetzt benutze ich Stahlflügel und schaue nach, wie viel das abzieht, beziehungsweise wie wenig. Weil die Attacke nicht sehr effektiv ist, oder? Ja, genau, war nicht sehr effektiv. Gut, dann probiere ich es nochmal. Dann wechsle ich zu Alpollo und setze wieder Hypnose ein. Und ich hoffe, Alpollo trifft dieses Mal. Eigentlich kann dieses Ho-Oh ja eine Attacke namens Läuterfeuer. Genau, Läuterfeuer ist die Attacke. Aber hier kann es anscheinend kein Läuterfeuer. Die Attacke kann es nur in der goldenen Edition als wildes Pokémon haben. Und ich glaube auch in Hearthgold, bin mir allerdings da nicht so sicher. Okay, gut, dann wechsle ich jetzt zu Alpollo und setze Hypnose ein, damit Ho-Oh noch eine weitere Statuswendung bekommt und wir es dadurch leichter fangen können. Scheiß Genesung. Ich glaube, die Attacke wird mich später jetzt total nerven. Okay, Hypnose. Okay, ich probiere es mit Traumfrist, aber ich glaube, das wird mich jetzt killen. Ich bin mir nicht so sicher, deswegen nehme ich jetzt Nachtnebel. Die Attacke wird ihn 73 KP abziehen, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Gut, ich möchte ihn, wenn es geht, noch in den roten Bereich schwächen lassen, aber nee, mache ich lieber nicht. Weil das hatten wir ja vorhin schon bei Nachtara, da haben wir Nachtara genommen und mit Eisenschweif und dann passiert wahrscheinlich wieder dasselbe Szenario wie vorhin. Deswegen schmeiße ich. Okay, jetzt macht es auf. Greift unser Alpollo mit Feuersturm an. Oi, Alpollo wird es bestimmt überleben, denn Alpollo hat 13 Level mehr. Aber es hat sich nicht entwickelt. Das könnte ein Problem werden. Okay, gut. Jetzt schläft er dieses Ho-Oh wieder ein. Sehr gut, sehr gut. Damit es sich ein bisschen beruhigt. Und jetzt benutze ich den Hyperball. Wusstet ihr, dass Ho-Oh das erste Pokémon der zweiten Generation ist, was je im TV ausgestrahlt wurde? Nämlich in Folge 1. Da hat Ash Ho-Oh auf so einer Route gesehen.
Und ja. Mehr weiß ich nicht mehr. Mehr habe ich vergessen. Den Rest habe ich vergessen. Okay, gut. Hyperball. Ich versuche euch jetzt irgendwie zu unterhalten, während wir hier beschäftigt sind, dieses legendäre Ho-Oh zu fangen. Gut, okay, nochmal. Wir haben ja genug Hyperbälle, die müssten für Lugia später auch noch reichen. Wenn wir jetzt nicht so viele verbrauchen sollten. Also im nächsten Part fangen wir Lugia. Das Pokémon auf dem Cover Silber und Soul Silver. Eins, zwei, drei. Nein, ich habe mich schon gefreut, dass es drin ist. Oh. Naja, okay. Das soll mich jetzt dann nicht demotivieren. Ich probiere es einfach nochmal. Eins. Ah, einmal nur. Und jetzt ist es aufgewacht und setzt Genesung ein. Das schlimmste Szenario jetzt ever. Aber egal. Oh, jetzt hat es sogar noch ein Stückchen dazu geheilt. Okay, Hypnose und jetzt greife ich an mit Spukball. Ich glaube, Spukball wird ihn jetzt nicht so weit abziehen, dass es ihn killen wird. Aber auf Spukball ist Depp drauf. Aber ich glaube kaum, dass es jetzt Ho-Oh killen wird, außer es ist ein Volltreffer. Und Ho-Oh wacht sofort wieder auf. Eine Runde Schlaf. Nach einer Runde Schlaf wacht es wieder auf. Aber jetzt vertrifft Alpollo auf einmal. Anscheinend war es ihm eine Lehre, da eine weiße Freundin gekillt wurde. Alpollo ist zurück in die ist in die Zukunft gereist und hat sich dort jetzt entschieden, alles wieder gut zu machen. Gut, Ho-Oh schläft noch, das ist gut. Jetzt schmeiße ich einen weiteren Hyperball. Und ich hoffe, du bleibst jetzt im Ball. Eins, zwei, drei. Ah, jetzt habe ich mich schon wieder gefreut, verdammt. Ich sollte mich nicht so freuen, ich sollte weinen, genau. Ho-Oh, bitte bleib im Ball. Bitte. Du kriegst auch einen Keks, wenn du in dem Ball bist. Einen leckeren Keks von Oma. Okay, du kriegst keinen Keks. Du kriegst nur eine Faust, und zwar von mir. So. Also gut, Hypnose. Verdammt, es hat keine Wirkung. Okay, jetzt versuche ich dieses Ho-Oh so schnell wie es geht wieder einzuschläfern. Nicht, dass es noch Genesung einsetzt. Also nochmal, Hypnose. Hypnose. Ach, Apollo streikt mal wieder. Jetzt, ich gebe dir noch eine Chance. Okay, Apollo ist wieder im Streik, wie die Bahn. Vielleicht soll ich Apollo umbenennen in die Bahn. Okay, Apollo, da hast du ihn noch gerettet. Wer will schon so einen bescheuerten Namen haben? Die Bahn. So, okay, Hyperball. Jetzt auch hoffe ich, du bleibst drin, Ho-Oh, sonst nenne ich dich auch irgendwie mit einem komischen Namen. Zum Beispiel wie, keine Ahnung. Genau, ich nenne ihn keine Ahnung. Und Hyperball. Also langsam machst du mich wütend, Ho-Oh. Vielleicht soll ich den Weihnachtsmann rufen. Der wird ihn erziehen. Ho-Oh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 -
Habe ich vorhin den Superball geschmissen? Oh mein Gott. Die ganzen Überbälle, die zahlst du mir, ne? Die bezahlst du. Und wenn nicht, dann gehe ich zu einem Anwalt. Und dann machen wir einen Rechtsstreit aus, RTL-Style. Nein, Genesung, ich hasse die Attacke. Ich hasse Genesung. Ich hasse die Attacke so sehr, wenn man Pokémon fängt. Okay, jetzt benutze ich nämlich Spukball und ich hoffe, dass das kein Volltreffer ist. Ansonsten hasse ich Alpollo. Dann nenne ich ihn wirklich um in die Bahn. Gut, du hast dich nochmal gerettet. Okay, jetzt machen wir dasselbe Spielchen wie vorhin oder wie gerade eben. Ach, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Nein, okay, ich gebe dir noch eine Chance. Okay, der Hyperball kostet mich 1200 Pokédollar, du Arsch. Okay, nochmal. Hyperball. Ho-oh, mach mich nicht wütend. Und langsam weiß ich nicht mehr, wie ich es kommentieren soll. Nochmal. Nein. Oh, du bringst mir noch zur Verzweiflung. Nochmal. Und es ist aufgewacht. Okay, jetzt müssen wir jetzt schnell wieder ins Land der Träume schicken. Nein, Alpollo streicht wieder. Alpollo macht mal wieder auf Bahn. Okay, ich gebe dir einen höheren Lohn, wenn du jetzt dieses häufiger mit der Hypnose-Packe triffst. Nochmal. Hyperball. Drei Minuten, dann fange ich an zu speeden. Weil momentan passiert ja nichts, außer dass ich Hyperbälle schmeiße und irgendwie euch versuche, verzweifelt euch zu unterhalten. Scheiße. Und schon wieder ist es aufgewacht. Hurra. Okay, nochmal. Hypnose. Langsam geht Alpollo die Attacke, die AP für Hypnose aus. Also gut, Hyperball. Oh oh, was soll das, ne? Was soll das? Ich rate dir dringendst, in dem Ball zu bleiben, ansonsten kriegst du ein richtiges Problem. Ich meine, wer bezahlt die ganzen Hyperbälle, die ich jetzt an dir verschwende? Die waren teuer. Die Industrie wird noch blank gehen, wenn du jetzt nicht in dem Ball bleibst. Die Pokéball-Industrie. Wie hoch ist denn hier jetzt die Fangrate? Also es gibt ja auf dem Pokédex so einen Fangratenberechner. Da sind die Faktoren, dass das Pokémon eine Statusveränderung hat und wie viel es verloren hat an KP im Prozent. Und das Level des Pokémons ist auch noch eine entscheidende Rolle. Das sollte ich jetzt vielleicht mal nachschauen. Na, wie hoch die Rate jetzt ist, ungefähr. Okay, nochmal Hyperball. Und sofort wieder draußen. Setzen noch Genesung ein, okay. Gut, wisst ihr was? Wir haben jetzt die halbe Stunde erreicht, fast zumindest. Daher würde ich vorschlagen, ich schmeiße jetzt einfach mit
speeden an die Bälle. Also gut, Hyperball. Ah ne, es ist ja aufgewacht, aber egal, Hyperball. Und tschüss, Alpalo. Nein, nach Dara in den Kampf. Hyperball. Hyperball, Ultra Ball. Verdammt. Okay, dann wohin genau? Ultra Ball. Ach ja, übrigens, ich habe wohin genau das Item Überreste gegeben. Damit es noch zäher wird. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum wohin genau jetzt der KP bekommt. Alter, oh, bleib in dem Ball, du machst mir Angst. Du verschwendest meine ganzen Bälle. Oh je, ich werde nochmal die Liga machen müssen, damit ich Geld habe für die Pokébälle für Lugia später. Ah, jetzt setzt der Verzweifler ein, okay. Ich verzweifle auch jetzt gleich, wenn du jetzt nicht in dem Ball bleibst. Bleib in dem Ball. Coole Musik. Alter, Ho-Oh verliert der durch Verzweifler gar keine KP. Jetzt haben wir schon fast... Ja, wir haben mindestens 100 Pokébälle jetzt an Ho-Oh verschwendet. Unglaublich. So, letzter Versuch und Ho-Oh ist tot. Okay. Probieren wir es nochmal. Und fliegen. Und Hyperball. Wo ist der denn? Hyperball. Er hat sich geheilt. Oh nein. Dann eben Stahlflügel. Und nochmal Stahlflügel. Danke. Oh nein. X-Ball ist tot. Oh nein. Was mache ich jetzt? Ich schmeiß einen Hyperball. Ja, halt sie wieder. Und er hat sich wieder komplett geheilt. Surfer. Hyperball. Surfer. Verdammt, gekillt. Ah, nicht gut. Okay, dann nochmal. Ich glaube, ich mache den Sound aus. Der ist ein bisschen nervig. So, jetzt. Fliegen. Und Stahlflügel. Und jetzt Hyperball. Wo ist das? Hyperball. Ich schmeiß einen Hyperball. Jetzt erschwere ich es wieder. Stahlflügel. Jetzt Hyperball. Nein, nicht das. Gardos. Hyperball. Gardos. Ich meine, Ho-Oh. Geh in den Ball, du verdammtes Pokémon. Nein, nicht so. Okay. Ja. Bleib in dem Ball, du scheiß Viech. Ich verschwende noch sinnlos meine Hyperbälle, du Arschloch! Flammenwurf! Oh, wohin genau? Nein, ich wollte nicht nach da. Ach, egal. Hyperstrahl! Oh, das war zu stark. Scheiße. Gut, dann nochmal. Oh, jetzt ist mein Ding wieder an, meine Musik. Okay, dann mache ich es jetzt so. Sound stumm schalten und jetzt sicher speichern. Okay. Und nochmal. Vielleicht werde ich später eine Musik einfügen. Jetzt, wo ich das spiele. Genau, ich nehme die Musik von Hörsgold. Genauso mache ich das. Okay, Gigasauger. Verdammt, das sieht ja gar nichts ab. Scheiße. Okay, Stahlflügel. Und jetzt Pokéball. Nein, Quatsch. Scheiße, nein. Hyperball. Ich schmeiße jetzt ein paar Hyperbälle auf dieses Ho-Oh. Ich hoffe, es bleibt jetzt endlich mal in dem Wald drin.
Und zwar schleunigst. Nein, Quatsch, nicht zurück, sondern überall. Mann, weil du ungenau ist ziemlich zäh jetzt geworden, jetzt wo ich es auf Level 70 trainiert habe. Unglaublich. Lalala, lalala. Also wenn es so weitergeht, dann überlege ich mir langsam, Ho-Oh weiterhin offscreen zu fangen. Und es dann, ja, zu zeigen, wenn es im Ball drin ist. Weil das ist ja momentan nicht so besonders spannend. Und momentan läuft jetzt wahrscheinlich zum x-mal wieder die Ho-Oh-Musik. Was besonders spannend ist, nehme ich an. Vielleicht sollte ich es erschwächen. Aber nur vielleicht. Okay, Konter. Okay, nochmal Konter. Okay, nochmal Konter. Okay, so super geschwächt. Und jetzt auch Überball. Überball. Lalala, lalala. Ich benutze einen Überball und fange dieses Ho-Oh ein. Ja, langsam wird mir langweilig. Und was macht ihr so? Hm? Ich muss hier heute jetzt dieses Ho-Oh fangen und morgen kommt Lugia. Ich hoffe, Lugia ist nicht ganz so zäh wie Ho-Oh. Und wenn doch, dann, oh, mein Wohingenau ist kurz vom vom Selbstmord, ja, wollte ich schon sagen. Vom Sterben, meine ich. Hä? Was ist passiert? Hä? Wie ist es gestorben? Wie ist es jetzt gestorben? Habe ich es gefangen oder ist es gestorben? Es ist gestorben. Super. Okay, gut, dann lade ich das Ganze nochmal. Okay, Gigasauger. Nochmal Gigasauger, um es optimal zu schwächen. Zieht wahrscheinlich nur 10 KP ab. Okay, super geschwächt jetzt. Oh, X-Bad brennt. Okay, jetzt Hyperball. Oh nein, jetzt benutze ich Apollo. Und setze Hypnose. Nein, es hat es sich geheilt. Nein, es hat es sich doppelt geheilt, dieser Pisser. Nachtnebel. So, jetzt habe ich es wieder optimal geschwächt. Es hat außerdem noch eine Statusveränderung. Lalala. Nein, du hast meinen Apollo gekillt, du Arsch. Jetzt ist es endlich drin. Okay, gut. Hat ja auch lang genug gedauert. Hoffentlich braucht ihr nicht ganz so lange wie ich. Aber es ist schaffbar. Nicht so heftig wie bei den Hunden, die wir im letzten Part gefangen haben. Aber es ist schaffbar. Es ist halt nur so schwer zu fangen, weil es Level 60 hat. Und ja, weil es ein legendäres Pokémon ist. So. Ho-Oh, Ringbogen, 3,80 Meter. Ganz schön groß. Gewicht 200 Kilogramm aufgerundet. Es wird sich dem Trainer offenbaren, der reinen Herzens ist. Und ihm seine bunten Schwingen zeigen. Boah, jetzt haben wir 38 Minuten gebraucht. Ich hoffe, ich muss das jetzt nicht nachsynchronisieren, weil sonst wäre das ziemlich nervig für mich. Gut, können wir hier fliegen? Ja, wir können hier fliegen. Okay, gut. Dann mache ich mich jetzt offscreen zu den Strudelinseln. Und dann fangen wir im nächsten Part Lugia. Also, bis zum nächsten Part. Ciao!